Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Z-Folge Days to Die Alpha 16. Immer noch experimental. Am Tag der Horde. So. Ich hatte ja gesagt, ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an. Wie ich jetzt die Spikes am besten setze. Und ich vermute, es bleibt nicht viel übrig. Ich muss sie im Wohl oder Übel hier setzen. Nee, was mache ich? Ich müsste Cobblestones, Flagstones setzen. Flagstone Block, sagen wir mal 10. Sand haben wir weg. So. Anders bringt das nichts, wenn ich das jetzt hier wieder mit Holz mache. Dann ist das schnell wieder eine kurze Geschichte von... Hält nicht. So, was mir viel mehr Gedanken macht, was ich noch gar nicht so beachtet habe, ist, ich habe keine Fackeln. Die sollen ja momentan ein reiner Magnet sein. Allerdings wäre mir... Naja, ein Magnet wäre mir schon lieber. Als gar nichts zu sehen. Besser ein Magnet als nichts sehen. Ja, das hier müssen wir auch zumachen, weil es bringt nichts. Ich komme hier definitiv... zu keiner ordentlichen Tür, die was nützt. Muss ich mir was einfallen lassen, wie ich das jetzt hier bespike von außen. So. Das hier ist ja immer noch 4 haben wir noch. Okay, das reicht. Halleluja, gleich 17 Uhr, das wird lustig. Das wird ein Spaß. So. Das wäre das. Jetzt können sie natürlich hier noch überall durchkommen. Ach ja. Ich brauche noch Cobblestones, Flagstones. Das wird übel. Jetzt muss ich mal gucken, wo mache ich denn jetzt hier dieses Blöde? Spike-Zeug hin. Das ist echt wenig. Ich muss ja kurz hier runter. Nützt ja nichts. Also hier werden sie wahrscheinlich zuerst reinkommen. Vermute ich mal. So, dann machen wir das jetzt mal hier. Wieso will der hier nichts setzen? Na, ne? Deshalb. Wenigstens mal 2 Reihen Spikes. Dann wird es auch schon eng.
So. Das wäre das. Machen wir hier auch noch. Hier kann man nicht viel machen. Außer den Frame noch wegnehmen. Jo, und dann hoffen, dass sie hier nicht zu viel Pult machen. So, jetzt aber mein Sorgenkind hier noch. Das ist echt übel. Also hier ist echt übel. Denke mal, da kommen sie auch relativ schnell durch. So, reparieren. Da kommen sie auf jeden Fall nicht mehr durch. Oh, das war knapp. Okay. Dann machen wir hier mal noch die Spikes. Dann machen wir hier nochmal zu. Ach, das ist nur Holz. Ach du Scheiße. Ach du lieber Mist. Okay, dann macht's wenig Sinn. Dann macht's wirklich wenig Sinn. Dann habe ich irgendwie verpeilt. Mist. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oben noch Flagstones. Nee. Aber Cobbles habe ich doch. Da habe ich noch Flagstones, okay. Aber zu wenig Kabel. Die müsste ich dann nochmal nachbauen. Das wird eine enge Kiste. Halleluja. Habe ich aber gar nicht drauf geachtet, dass es Holz ist, verdammt. Scheibenkleister. Alter Schwede, das war extrem Kapitalfehler. Naja, es sieht halt gleich aus, ne? Da kann man sich ja schon mal irren. So, also wir machen hier einen zweiten Wall. Das müssen wir noch wegmachen. Da machen wir nochmal Spikes hin. Und da.
Dann mache ich hier hoch. Dass ich zumindest mal auf 3 Blockhöhe etwas stärker gesichert bin. Meine Güte. 18. Ich sehe es kommen, das wird sehr übel. Wir haben auch viel zu wenig Spikes. Viel zu wenig Spikes. Scheibenkleister. Eieiei. Ich sag's ja, ich und Haus umbauen, das ist keine gute Mischung. Sieht ziemlich vermurkst aus, das Ganze. Ja, das war jetzt natürlich eine scheiß Idee. Nein. So. Halleluja. Das wird so in die Hose gehen. Alter Schwede. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, sollen wir ein einziges kleines Blöckchen offen lassen zum Rausgucken und Schießen oder sollen wir das zumachen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin gerade etwas entsetzt, ob dieses ungünstigen Bauwerk, sag ich mal. Na gut. Das ist alles sehr schwierig. Ich hätte jetzt mal hier noch quasi einen zweiten Verteidigungswall.
dahinter setzen. Ach ja. Höre ich da schon was? Okay. Jetzt kann man eh nicht mehr viel machen. Ich werde jetzt mal noch gucken, was ich hier... Naja, es macht auch nicht wirklich viel her. Ich mache mal noch... Ach, da habe ich noch welche drin. Mist. Okay. Das war eine gute Idee. Aloe Cream. Machen wir jetzt hier noch eine Bandage. Ich komme noch nicht in die Kiste, verdammt. Aber ins Feuer, immerhin. Ja. Ich werde mal noch... Ich muss das Zeug hier noch mitnehmen, weil ich mir nämlich nicht sicher bin, ob das hier oben alles überlebt. Und bevor ich jetzt, sag ich mal, ein ganz böses Erwachen kriege, werde ich das Ganze mal an sicherster Stelle deponieren. Zu Deutsch, ganz tief unten. Weil von unten hoch kann man immer wieder. Ah, ja, das ist echt schmerzlichst. Aber, was soll man machen? Ist auf jeden Fall sicherer, das ganze Zeug unten zu lagern. In der Kiste, falls ich sie finde. Da müsste sie sein. Yes. So, da speichern wir mal hier die ganzen Kochsachen. Den ganzen Clay. Die Ersatzblöcke können wir mal noch so lassen. Machen wir ein paar Painkillers da rein. Eine Bandage. Hälfte. 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 60 Federn und wieder hoch. Jo, wird doch noch ein Völkchen. Aber die nächste wird dann länger. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich zur Horde. Tschüss.